Sehr geehrte Damen und Herren, sowohl hier im Saal als auch am Livestream. Ganz herzlich möchte ich Sie heute zur Veranstaltung der Gedenkstätte Hadamar begrüßen. Wir befinden uns hier im Festsaal der Vitus-Klinik Weil-Lahn im ehemaligen historischen Klostergebäude. Dieser Festsaal befindet sich direkt gegenüber der Gedenkstätte Hadamar. Mein Name ist Jan-Erik Schulte, ich leite die Gedenkstätte Hadamar. Am 15. März 2022 wäre Ernst Klee 80 Jahre alt geworden. Als Journalist und Forscher hat er sich mit gesellschaftlich marginalisierten Gruppen in Gegenwart und Vergangenheit auseinandergesetzt. Seine Bücher zur Geschichte der nationalsozialistischen Euthanasie waren und sind Standardwerke. Die Gedenkstätte Hadamar bewahrt den wissenschaftlichen Nachlass von Ernst Klee auf. Aus Anlass der 80. Wiederkehr des Geburtstages von Ernst Klee veranstalten wir heute diese Podiumsdiskussion. An dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bei Dr. Esther Abel bedanken. Frau Abel ist Historikerin und wissenschaftliche Dokumentarin in der Gedenkstätte Hadamar. Sie betreut den Nachlass von Ernst Klee und hat nicht nur diese Veranstaltung wesentlich organisiert, sondern sie wird auch gleich die Diskussion moderieren. Bevor ich an Frau Dr. Abel abgebe, möchte ich ganz herzlich Dr. Andreas Jürgens begrüßen. Herr Dr. Jürgens ist der erste Beigeordnete des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Der Landeswohlfahrtsverband wiederum ist der Träger der Gedenkstätte Hadamar. Herr Dr. Jürgens ist aus Kassel zugeschaltet, den Sitz des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Von dort wird er sein Grußwort übermitteln. Ich darf Herrn Dr. Jürgens an dieser Stelle das Wort geben. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schulte. Ich hoffe, man kann mich jetzt verstehen und hören. Bekomme, glaube ich, ein Nicken, dann kann ich fortfahren. Meine Damen und Herren, der Titel der heutigen Veranstaltung, die im Dunkeln sieht man nicht, lässt uns heute natürlich unwillkürlich auch an die Menschen denken, die in der Ukraine in dunklen Kellern Bombardements über sich ergehen lassen müssen. Wir hoffen natürlich alle, dass dieser fürchterliche Krieg demnächst ein Ende haben wird. Aber ich glaube, in diesen Zeiten kann keine Veranstaltung über die Bühne gehen, indem man nicht daran auch erinnert. Wir hatten gehofft, dass in Europa die Zeit des Friedens weiterhin andauern wird. Und seit dem 24. Februar sind wir bedauerlicherweise eines Besseren belehrt worden. Gleichwohl müssen wir uns natürlich auch mit anderen Fragen beschäftigen. Meine Damen und Herren, wenn wir heute den 80. Geburtstag von Ernst Klee feiern, dann schauen wir zurück auf einen wunderbaren Menschen und auf einen Journalisten und Autoren, dessen Wirken nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Den Menschen zu würdigen, muss ich anderen überlassen. Ich hatte im Laufe meines Lebens nur 2-3 Mal Gelegenheit, Ernst Klee persönlich auch zu treffen. Da kann man von einer vertieften Kenntnis und Beziehung nicht sprechen. Aber mich ganz persönlich hat auch geprägt sein journalistisches Wirken. Eine unübersehbare Anzahl von Büchern, Artikel, Drehbüchern und Manuskripten zeugen ja von einem unglaublich engagierten publizistischen Wirken. Ich habe es mir noch mal angeschaut. In seinen frühen Werken hat der gelernte Theologe und Sozialpädagoge ja die frohe Botschaft des Neuen Testaments als handlungsleitend für die moderne Sozialarbeit fruchtbar zu machen versucht. Ich habe es mir nochmal angeschaut, 1973 erschien sein Werk Randgruppenpädagogik. Übrigens ganz interessant, in einer Reihe Topos Taschenbücher. Der erste Band in der Reihe hatte den Titel Das neue Volk Gottes und den Autor einen gewissen Josef Ratzinger, der dann später ja in der katholischen Kirche noch eine gewisse Karriere gemacht hat. Jesu Eintreten für die ausgegrenzten, diskriminierten, unterprivilegierten Menschen in der Gesellschaft
war für Klee Vorbild für ein grundsätzliches und ich würde sagen im besten Sinne des Wortes radikales Eintreten für Obdachlose, straffällig gewordene, psychisch Kranke, Behinderte, sogenannte Asoziale und andere ausgegrenzte Randgruppen in der Gesellschaft. Er litt zugleich unter vielem, was im Namen des christlichen Glaubens als gesellschaftliches Allgemeingut galt, mal ein Zitat aus seiner Randgruppenpädagogik: Es zeigt sich, wie leicht sich der christliche Glaube verkehrt, wenn er von der Radikalität der Botschaft in Moral abgleitet. Das war ein Satz, der mich sehr beeindruckt hat. Aber Klee wollte eben auch die soziale Wirklichkeit nicht nur beschreiben, er wollte sie auch verändern. Mit seinem ebenfalls 1973 gegründeten VHS-Kurs Bewältigung der Umwelt in Frankfurt hat er auch praktisch in vielen behinderten Menschen die Idee der Emanzipation geweckt und auch zum Blühen gebracht. Jürgen Knop, Christa Schlett, Gusti Steiner sind nur drei von denen, die dann später über ihren Prozess der Emanzipation, angestoßen von Ernst Klee, auch selbst publiziert haben. Und legendär ist auch die Blockade der Frankfurter Straßenbahn gemeinsam mit Gusti Steiner und anderen behinderten Menschen, um auf die den Ausschluss behinderter Menschen aus dem öffentlichen Personennahverkehr zu protestieren. Ich darf daran erinnern, damals war das Fremdwort Niederflurbahn oder Niederflurbus und barrierefreier Einstieg noch ein völliges Fremdwort. Oder auch die bisher größte Demonstration behinderter Menschen, 1980 war es, glaube ich, gegen ein Urteil des Frankfurter Landgerichts, in dem die Anwesenheit von behinderten Menschen im Hotel als Reisemangel eingestuft wurde. Und auch ich bin 1956 mit einer Behinderung geboren, ich bin Rollstuhlfahrer. Auch ich war als junger Mensch durch die Werke von Ernst Klee stark beeindruckt. Sie haben mir Augen und Herz geöffnet für eine neue Welt, in der Behinderung eben nicht mehr automatisch mit einem reduzierten Leben verbunden sein muss. Am meisten beeindruckt hat mich sein Werk Behindert sein ist schön. Ich habe es mir hier nochmal rausgesucht. Kleines Bändchen, das mich sehr tief beeindruckt hat. Erschien 1974. Der Titel ist ja angelehnt an das Motto Black is Beautiful der US-Bürgerrechtsbewegung. Und dieses Büchlein eröffnete in mir eine völlig neue Perspektive des Empowerments, der Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, von dem damals üblichen Ich bin behindert und kann das nicht, hin zu dem stolzen Warum soll ich das nicht können, nur weil ich behindert bin? Warum soll ich nicht Abitur machen? Warum soll ich nicht studieren? Warum soll ich nicht politisch aktiv sein? Warum soll ich nicht in der eigenen Wohnung statt im Heim wohnen, nur weil ich behindert bin? Durch die von Klee formulierte neue Einstellung mit Stolz und Selbstbewusstsein haben viele von uns behinderten Menschen den Platz im Leben gefunden, den wir dann später ausfüllen konnten. Und Klee hat damit auch die gesellschaftliche Realität analysiert, angeklagt und schließlich verändert. Und dieses grundsätzliche, zutiefst menschliche Eintreten für die gesellschaftlich randständigen und ausgegrenzten Menschen prägt auch sein weiteres gesamtes Werk. Er hat die Verhältnisse in der bundesdeutschen Psychiatrie und ihren dringenden Reformbedarf ins öffentliche Bewusstsein geholt. Und er hat vor allem, Herr Dr. Schulte hat es schon angesprochen, durch seine unglaublich fundierte, faktenreiche und engagierte Aufarbeitung der Geschichte der NS-Medizin von fürchterlichen Menschenversuchen bis zur Euthanasie bis zur Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens, bleibende und zu Recht mehrfach ausgezeichnete Verdienste erworben. Seit seinem Werk Euthanasie im NS-Staat, die Vernichtung lebensunwerten Lebens 1983, hat ihn die Frage nicht mehr losgelassen, wie konnte so etwas geschehen? Wer waren die zentralen handelnden Personen? Und warum tat sich die Nachkriegsgesellschaft so schwer mit der dringend notwendigen Aufarbeitung? Er hat die Medizin der NS-Zeit und ihre Nachwirkungen in der Bundesrepublik, man kann es wohl so deutlich sagen, dem Dunkel des Vergessens entrissen, dem sie anheimzufallen drohten. Er hat damit sehr viel mehr geleistet für Aufklärung und Bewusstseinsbildung als viele andere wissenschaftliche Veröffentlichungen zusammen. Denn eins hat sein Werk durchgängig geprägt. Er konnte schwierige Fragen, komplexe Sachverhalte so darstellen, dass sie für den Leser gut verständlich waren. Das ist bei wissenschaftlich fundierten Texten in Deutschland nicht immer der Fall. Er hat aber immer eingängig formuliert, eine unglaubliche Fülle an Fakten verarbeitet, Zusammenhänge hergestellt und analysiert und bei aller wissenschaftlichen Fundierung nie den journalistischen Anspruch aus den Augen verloren, nämlich den Leser anzusprechen und zu fesseln. Wir sind unglaublich stolz und empfinden es als große Ehre,
dass Ernst Klee sein umfangreiches Archiv unserer Gedenkstätte Hadamar hinterlassen hat. Wir werden alles dafür tun, uns dieser Ehre würdig zu erweisen. Die im Dunkeln sieht man nichts, dieses Zitat von Bert Brecht in seiner Moritat von Mackie Messer, ist der gut gewählte Titel des heutigen Symposiums. Klee wollte immer Licht ins Dunkel bringen und denen Aufmerksamkeit verschaffen, die allzu oft nicht im Dunkel des Lebens verschwinden. Ich hoffe, dass auch dieses Symposium in diesem Sinne wirken kann und wünsche uns allen einen sehr interessanten Abend und der Veranstaltung einen guten Verlauf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Jürgens, für das freundliche Grußwort und auch danke, Herr Dr. Schulte, für die Einführung. Von meiner Seite auch nochmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Festsaal der Vitos-Klinik in Hadamar zur Podiumsdiskussion anlässlich des 80. Geburtstags von Klee, der am nächsten Dienstag wäre. Diese Veranstaltung wird auf YouTube gestreamt auf dem Kanal der Gedenkstätte und die digitale Übertragung liegt in den Händen der Firma Fullfilm. Vielen Dank dafür. Und später während der Diskussion hier nach dem Podium können Sie gerne Ihre Fragen und Kommentare in den Chat schreiben in YouTube. Und meine Kollegin Frau Michel wird sie dann in den analogen Raum sozusagen weitergeben. Dann möchte ich Ihnen als allererstes mal hier unser Podium vorstellen. Von Ihnen aus gesehen ganz links. Werner Renz, er ist Germanist und Philosoph. Er war seit der Gründung des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt dort wissenschaftlicher Mitarbeiter, hat Archiv und Bibliothek aufgebaut und war bereits in den Vorbereitungen zur Gründung des Fritz-Bauer-Instituts eingebunden, zusammen mit Hanno Löwy. Mit Klee verbindet ihn hauptsächlich die Holocaust-Forschung und er hat erwartungsgemäß viel zu Fritz Bauer publiziert, unter anderem Fritz Bauer und das Versagen der Justiz, NS-Prozesse und ihre Tragödie. Erschienen 2015 in Hamburg, oder Auschwitz vor Gericht, Fritz Bauers Vermächtnis und seine Missachtung in Hamburg 2018 und jetzt jüngst Atana Arendt, Eichmann in Jerusalem, die Kontroverse um den Bericht von der Banalität des Bösen in 2021 erschienen. Dann hier neben mir Heidi Borhau. Heidi Borhau und ich, genau, das war für dich klar, dass es passiert. Heidi Borhau ist geboren 1963, sie ist Buchhändlerin und Germanistin und seit 1992 arbeitet sie für die S. Fischer Verlage in Frankfurt, zuerst im Vertrieb und ab 1996 in der Presseabteilung und wie ich es verstanden habe, hat sie auch da Klee kennengelernt. Sie ist seit 2000 Presseleiterin Sachbuch und arbeitete unter anderem dort oder arbeitet noch mit Götz Ali, mit Caroline Emke, Steven Pinker, Katja Riemann oder auch Roger Willemsen. Hier auf der anderen Seite von mir, Peter Göbel-Braun. Er ist geboren 1950, hat in Marburg evangelische Theologie und Sonderpädagogik studiert und lernte dort Klee kennen. Er war dann 36 Jahre lang in der Hefata-Diakonie tätig, also bis 2015 und davon 21 Jahre als Direktor. Sein Schwerpunkt war hierbei nicht der theologische Part, sondern die Erwachsenenbildung, der erwachsenenbildnerische Part. Er war zuvor im Behindertenbereich und der Diakoninnenausbildung tätig und forscht aktuell zu Missbrauch von in Kinder- und Jugendeinrichtungen und ist Vorsitzender des Ethikkomitees des Elisabeth-Krankenhauses in Kassel. Und nicht zuletzt Erika Stotz-Breidenbach. Sie ist geboren in Chile. Sie hat dort als Lehrerin gearbeitet und kam 1971 nach Deutschland, um sich hier in damals noch Sonderpädagogik und auch dem Umgang mit Behinderung und Behinderten weiterzubilden. Und konnte nach dem Putsch 1973 nicht mehr zurück nach Chile, weil sie als eine sozial engagierte Frau dort als Persona non grata galt. Sie blieb also in Deutschland, in Dortmund wurde ihr Studium anerkannt und sie machte ein Aufbaustudium und ist seit 1975 an verschiedenen, wie es damals hieß, Sonderschulen tätig und kam dann 1991 an die Schule in Mettingen. Das ist eine ganz besondere Schule. Frau Stolz-Breidenbach war dort bis 2011 und sie hat die Umbenennung der Schule in Ernst-Klee-Schule vorgeschlagen und forciert. Und bei dieser Gelegenheit darf ich auch im Publikum Herr Gernhardt ganz herzlich begrüßen, der später noch zu Wort kommen wird. Der ist der jetzige Leiter der Ernst-Klee-Schule.
Ja, selbstverständlich wollen wir auf dem Podium auch nicht das ganze Pulver verschießen, sondern nachher eben mit Ihnen ins Gespräch kommen, gerne auch über den Chat. Wir wählen nur einige Aspekte aus Klees Leben aus. Sie sind natürlich dann herzlich eingeladen, das um Ihre Erfahrungen oder Meinungen über Klee zu bereichern und ergänzen. Und ja, unsere Gäste hier oben sind eben eingeladen, um die Breite von Ernst Klees Themen und auch die Vielfalt seiner Freundschaften darzustellen. Nochmal ganz kurz zu dem Maritat von Mackie Messer zum Titel der Veranstaltung. Herr Jürgens hat es angesprochen. Ich habe ja in der Einladung geschrieben, das stammt von 1928, das ist fast richtig. Die Drei-Groschen-Oper ist von 1928, aber Brecht hat zur Verfilmung in 1930 dieses Maritat erweitert, und zwar um 3 Strophen. Und diese 3 Strophen finde ich so passend für diesen Einstieg, dass ich sie Ihnen gerne am Anfang vorspielen möchte. Sie werden merken, wie gut sie zu Klee passen. So, wir beginnen mal sozusagen vorne bei Klees Studienzeit. Herr Göbel-Braun, Sie kennen Klee mit am längsten. Ich möchte mal zu Anfang wissen, wodurch sich Ihrer Meinung nach sein Blick entwickelt hat für ungesehene Personengruppen, wie Sie ihn so erlebt haben und wie auch Ihre weitere Bekanntschaft dann so fortgeschritten ist, was Sie also quasi so von ihm mitbekommen haben. Bitte. Ja, vielen Dank. Zunächst an das Lied anknüpfend. Der Ernst hat Menschen ans Licht gebracht, die im Dunkeln waren, aber er hat sie nie einem gleißenden Licht ausgesetzt. Er hat sie nie dadurch bloßgestellt. Und ich glaube, das war eine Sache, die zumindest ich dann von ihm gelernt habe, obwohl er durchaus kräftige Worte finden konnte. Ja, zunächst, ich muss noch etwas vorweg machen. Dr. Jürgens und ich lesen dieselben Bücher. Ich hatte Gelegenheit gehabt, als der Ratzinger noch nicht Papst gewesen ist, dem Ernst mit dieser Buchreihe zu kommen. Er hat das nur schmunzelnd entgegengenommen, dass er mit Ratzinger in einer Buchserie auftreten konnte. Ich habe ihn als bescheidenen Menschen kennenlernen durfte ihn als bescheidenen Menschen kennenlernen, als er mich zum ersten Mal heimsuchte als freiwilliger Helfer in der Lebenshilfe in Marburg. Ich hatte dort im Wohnheim, im Fahrdienst und in der Werkstatt zu tun und war gerade mit langweiligsten Zählarbeiten beschäftigt, als ein Mensch mit blauem Parka auf einem Fahrrad vorfuhr und ich dann einige Zeit hinterher vom Werkstattleiter geholt wurde. Da ist ein Journalist, der will Sie interviewen. Naja, besser als alle möglichen Dinge zählen war es allemal, aber wir haben uns da ganz sehr gut verstanden, weil der Ernst eine Art hatte, auch mich als völlig Fremden zu befragen, dass ich mich, ja gut, ernst genommen fühlte von ihm, nicht überfordert fühlte und das Gefühl hatte, er macht aus dem, was ich ihm erzähle, nichts, was ich nicht auch vertreten könnte. Wir haben uns in dem Gespräch dann so gut verstanden, dass wir am übernächsten Abend uns in dem damals noch bestehenden Wirtshaus an der Lahn in Marburg trafen. Und das weitere gute Verstehen war bestimmt nicht nur den einigen Licherpilz zu verdanken, die wir dann genießen konnten. Er hat mir sehr bald erzählt von seinen beruflichen Tätigkeiten, die nicht erfreulich waren. Also mir hat imponiert, dass er auf dem zweiten Bildungsweg dann sein Abitur gemacht hat und dass er Heizungsbauer gelernt hatte und Zeitschriftenwerber war. Heizungsbauer mit einem Mordsraumgefühl, was man da ja haben muss. Zeitungswerber, um Leuten etwas zu verkaufen, konnte ich auch nie so gut. Und dass er, das hat er auch sehr früh erwähnt, verschickt worden war. Das waren damals die Heimverschickungen, vor denen, ich habe es vorhin berichtet, wir uns als Stadtkinder in Kassel zumindest in den 50er Jahren schon gefürchtet haben. Wir wollten da nicht weg. Und Ernst brachte diese Dinge zusammen. Er hatte schon dann Erfahrungen in der Nähe zu Randgruppen, indem er sich deren Leben aussetzte. Ich glaube, wir hatten dann im
über den Knast in Rockenberg Verbindung, da hatte er gearbeitet, da habe ich dann Praktikum gemacht. Er hatte dann seine Nähe zur Obdachlosenarbeit gehabt und viele Dinge beschrieben, die sind angesprochen worden. Er hat gleichzeitig wissenschaftlich reflektiert, was er tat. Das fand ich auch sehr interessant, im theologischen Bereich und im pädagogischen Bereich. Er hatte durch sein, wahrscheinlich, weil er schon älter war als Student, als für andere, auch andere Zugänge zu Professoren, die dann auch bei uns jüngeren Studenten in einem anderen Licht erschienen, als die sich sonst so gaben, weil Ernst sie befragen konnte und sie ihm dann nicht die Antworten schuldig bleiben konnten. Es war manches auch ganz spaßig mit ihm. Es gab in Marburg damals ein ganz berühmtes neues Haus für körperbehinderte Studenten, die dort wohnten, kannte ich zum Teil aus meiner Arbeit in Hesse-Schichtenau, die dort Abitur machen konnten. Und dieses Haus wurde natürlich von Ernst und mir reflektiert, dann nicht gerade belästert, aber dann doch ironisch beguckt, weil es dann doch ein Ghetto war für körperbehinderte Menschen. Nichtsdestotrotz fanden wir es ganz toll, dass dort statt einer Feuerleiter eine Feuerrutsche war, die dann auch natürlich missbraucht wurde von unser eins. Und auch für solche Dinge konnte dann der Ernst fünfmal gerade sein lassen. Und wir haben uns dann dort auch getroffen. Soweit erstmal. Ich könnte eine Stunde lang weitererzählen über ihn jetzt. Ich könnte auch gerade stundenlang zuhören, aber ich bin auch so gespannt auf die anderen Aspekte. Aber wir machen ja mehrere Runden. Genau. Genau. Los jetzt. Aha. Andreas Jürgens hat auch dort gewohnt, wird gerade. Ich spreche es mal ins Mikro, weil da sonst die Leute im Stream nicht hören. Danke für den Hinweis. Ich hatte es vergessen zu erwähnen, das Bild, was gezeigt wird, ist übrigens aus Klees Studentenausweis. Jetzt passenderweise zu der Einlassung. Frau Bohrhau, wir kommen zum Thema Bücher. Einige von Ihnen haben schon hier am Büchertisch sich schlau gemacht. Das können Sie auch gerne nach der Veranstaltung noch tun. Der ist hauptsächlich mit solchen Werken ausgestattet, die eben im Fischer Verlag erschienen sind. Es ist aber noch ein bisschen mehr drauf. Ich möchte erstmal hinweisen auf Euthanasie im NS-Staat, also bei Fischer erschienen. Das ist natürlich für uns hier in Hadamar ganz besonders bedeutend, weil Klee sich dafür entschieden hat, ein Foto der damaligen Tötungsanstalt auf das Cover zu machen. Das Personenlexikon zum Dritten Reich ist auch etwas Bahnbrechendes. Nebenbei, Klee hat in Zeitlebens zu etwa 20.000 Personen insgesamt Daten erhoben und gesammelt. Und sein allerletztes Buch, Auschwitz, Täter, Gehilfen und Opfer und was aus ihnen wurde, dessen Erscheinen er nicht miterlebt hat. Noch nicht bei Fischer erschienen war die Im Dunkeln, wonach ja heute auch die Veranstaltung benannt ist. Das sind Sozialreportagen über Personen, die 1971 buchstäblich niemand bedacht hat. Zum Beispiel minderjährige Zuhälter, Obdachlose, Wohnsitzlose, Gastarbeiter, Fürsorgeheimbewohner oder eben auch die Situation von Behinderten. Mit dem Aufsatz in diesem Buch »In unsere schöne Siedlung passt kein Krüppel« hat er diese Situation von Frau Schlett geschildert, die aus purer Behindertenfeindlichkeit ihre Wohnung verloren hat und die heute unter uns ist, was mich wirklich sehr freut. Ihr Buch »Krüppel sein dagegen sehr« habe ich auch auf den Büchertisch gelegt, auch Gusti Steiners »Rechtslexikon für Behinderte«, weil wir dann eben auch sozusagen die Ikonen der Frankfurter Behindertenbewegung mit abgebildet haben. Ich kann mir vorstellen, dass das Klee sehr recht gewesen wäre. Deswegen kein rein Kleescher Büchertisch. Liebe Frau Bohr, ich muss erst mal gestehen, dass ich zum Beispiel gar nicht so genau weiß, was eine Presseleiterin Sachbuch eigentlich genau für Aufgaben hat, was man sich darunter vorzustellen hat. Und da möchte ich natürlich wissen, als Sie Klee kennenlernten, war ja bereits mit Forschung zur NS-Euthanasie befasst. Zuvor hatte er sich jahrzehntelang mit der von der Mehrheitsgesellschaft verleugneten Realitäten von sozial an den Rand gedrängten befasst. Darauf kommen wir auch immer wieder zurück. Aber ich möchte von Ihnen wissen, wie Sie mit ihm gearbeitet haben oder was Sie von dieser Zusammenarbeit berichten möchten, als er ja quasi schon gestandener Wissenschaftler war, möchte ich mal sagen. Ja, guten Abend. Also die Aufgabe von Menschen wie mir ist es, die Autorinnen und Autoren des entsprechenden Verlages, ihre Bücher oder auch die Themen in die Medien zu bringen. Es gibt keinen vorgefertigten Ausbildungsplan oder irgendwas, sondern
das ist zum Teil auch sehr persönlich gefärbt. Und ich sage immer, dass das Schönste daran ist es, die Autorinnen und Autoren kennenzulernen. Und so war das auch mit Ernst Klee. Er war einer der ersten Autoren, die ich kennenlernte, als ich frisch in der Presseabteilung bei Fischer landete. 1996 im Herbst muss das gewesen sein. Und es entstand eine spontane Nähe, weil wir beide rauchten. Und ich glaube, die erste Begegnung fand auf unserer Dachterrasse statt. Und Ernst war für mich immer ein Mensch, der zum einen eine große Ruhe ausstrahlte, also wirklich sowas, ne? Also man kam so einen anderen Rhythmus, wenn man mit Ernst irgendwie stand und redete, der sehr klar war, der sehr viel Respekt im Verlag bekam und trotzdem auch eine große Zuwendung von den Kolleginnen und Kollegen bekam für das, wofür er stand und was er publizierte. Also es war so diese Mischung, ne? Also diesen Respekt zu haben, einer der mutigen Autoren, der auf die Straße gegangen ist, der wirklich eine Geschichte vorzuweisen hatte, der was Unerschrockenes hatte. Und als ich mit der Pressearbeit mit Ernst Klee anfing, war ich schon in einer komfortablen Lage, dadurch, dass das Thema Nationalsozialismus in den Medien ein relevantes Thema war, Ende der 90er Jahre. Also man nicht nur gegen geschlossene Türen kämpfte, dass mehrere Leute aus dem Haus, wir werden sicher noch über einen sprechen, sehr gut vernetzt waren in die Medien zu den Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. Und 1997 kam dann das Buch Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer. Schweres Buch, wie die meisten Bücher von Ernst Klee. Und es bekam eine tolle Presseresonanz, das kann man nicht anders sagen. Also große Anerkennung, große Rezensionen. Janne-Philipp Remzma hat geschrieben in der Süddeutschen, Michael Burley, also so. Und dann kam der Geschwister-Scholl-Preis. Und das war unvergessen als Erlebnis, mit Ernst Klee nach München zu reisen und diese Preisverleihung mit allem drum und dran zu erleben. Also einfach ein wunderbares Erlebnis und danach gab es noch mehr Preise und es gab einen Anruf von Ernst Klee, der immer nach 13 Uhr anrief und zu mir sagte, also er hatte so ein langgestrecktes Heidi am Telefon, Heidi, die haben eine Schule nach mir benannt. Und ich glaube, das war einer der größten Freuden in Ernsts Leben, diese Schule. Soweit. Soweit. Ich möchte an dieser Stelle einen wesentlichen Namen ins Spiel bringen, ohne den Klee so nicht denkbar wäre, wie wir ihn heute kennen und feiern, nämlich Walter Pehle, sein Lektor, der ihn im Fischer Verlag betreut hat. Und ich spick mal, dass ich nichts Falsches sage. Pehle hat seit Mitte der 70er Jahre 25 der Bücher Klees als Lektor betreut. Und das ist derjenige, Walter Pehle, der ab 1977 die schwarze Reihe ins Leben gerufen hat. Das Besondere an dieser schwarzen Reihe, also es sind alles Werke über die NS-Verbrechen und die haben besonders charakteristische schwarze Umschläge, deswegen heißen die so. Und die sind nach dem Baukastenprinzip entworfen, was eben bedeutet, dass jedes neue Buch auf bereits vorhandene aufbauen soll und eben Querverbindungen zwischen den Büchern, inhaltliche Querverbindungen ermöglichen soll. Wie auch Klee hat Walter Pehle die Goethe-Plaketten der Stadt Frankfurt am Main erhalten und unter anderem das Verdienstkreuz am Bande sowie das Verdienstkreuz erster Klasse. Er ist vor ziemlich genau einem Jahr verstorben, was uns, muss ich sagen, in der Gedenkstätte wirklich betroffen gemacht hat. Er hat bei der Übergabe des Nachlasses Klee vor 4 Jahren sehr tatkräftig mitgeholfen, am Schenkungsvertrag und so weiter, mich auch persönlich in dieser Hinsicht sehr unterstützt. Ich freue mich umso mehr, dass seine Frau Carla Pehle heute unter uns ist. Und ja, das wollte ich noch zu Walter Pehle sagen. Und über diese ganzen Connections kommen wir aber zu Herrn Renz. Sie hatten nämlich mal was Wunderschönes zum Verhältnis Pehle-Klee gesagt, was jetzt den Umgang, ich sag mal, mit der Schmähung des frühen Klees seitens der etablierten Historikertunft angeht. Also ganz am Anfang hat er ja einen etwas schwereren Stand als Journalist, weil einige
alteingesessene Historikerin ja gemeint hat, und das ist gar kein echter Historiker, und was kann da schon rauskommen. Genau, und wenn Sie damit mit diesem Verhältnis Klee, Pede und diesem Treueverhältnis einsteigen möchten, das wäre sehr schön. Ja, also die Zunft hat Klee nicht gerade mit offenen Armen aufgenommen, sondern hat sich nicht von ihm explizit distanziert, aber hat ihn als Außenseiter, als Autor, der über den Nationalsozialismus schreibt, lange Zeit nicht angemessen gewürdigt. Und das Besondere an Ernst Klee war ja gewesen, dass ihn dies nicht störte. Das hat ihn nicht beeinträchtigt in seinem Tun und Lassen, in seinem Schreiben, in seiner Forschung, sondern er ist souverän mit dieser Ablehnung umgegangen. Er wusste davon, dass das so ist. Er hat natürlich auch in Walter Pehle einen Lektor gehabt im S. Fischer Verlag, der, obgleich er der Zunft angehörte, Pehle war auch Historiker, hat auch seinen Weg gemacht, dass er in Walter Pehle einen Rückhalt hatte, einen, der ihn gefördert hat, obgleich diese Ablehnung seitens der Zunft vorhanden war. Und diese Kraft gehabt zu haben, weiter zu forschen und diese besondere Forschung zu betreiben, das ist das Besondere an Ernst Klee. Ich will das an diesem Buch, das jetzt genannt worden ist, Auschwitz, DNS-Medizin und ihre Opfer, erklären. Er war meines Wissens der Erste oder einer der Ersten, der sich mit den Gerichtsakten des Auschwitz-Verfahrens und des Mengele-Verfahrens, die damals noch bei der Staatsanwaltschaft als die aktenführende Behörde lagen, in Frankfurt am Main befasst. Er hat diese zigtausend Blatt Akten durchgearbeitet und hat daraus seine Informationen, seine Kenntnisse gezogen. Und ihm ging es darum, aus der Perspektive der Opfer die Verbrechen darzustellen. Und das war sein wichtiges Bestreben, die Täter zu benennen. Oftmals ist ja in historischen Darstellungen die Nennung der Täter sehr verhalten. Da hat man sich vornehm zurückgehalten, hat eher auf die Strukturen oder auf die ereignisgeschichtlichen Vorgänge geachtet und hat weniger die Verbrechen individualisiert und personalisiert. Und das hat Ernst Klee getan. Er hat auf die Täter verwiesen, hat sie beim Namen genannt und hat immer auch darauf verwiesen, was aus den Tätern geworden ist. Und dieser Blick auf die Nachkriegszeit und den Umgang mit den Tätern, dieser Blick war ihm sehr wichtig. Und da musste er dann in sehr großer Zahl die Feststellung treffen, dass die Täter unbehelligt geblieben sind, dass die meisten glimpflich davongekommen sind oder aber nie belangt worden sind von der bundesdeutschen Justiz. Und darauf legte er großen Wert. Und dann hat er ja bei der Beschaffung von diesem Material, also ich habe ja dann im Nachlass die, sämtliche Kopien, manchmal auch Originale von Unterlagen, die er ja auch zu Anfang auf durchaus unorthodoxe Weise sich beschafft hat, Stichwort Türen zu der Klee kommt, ne, mit denen er dann gearbeitet hat. Ich denke da an Johannes Warlow, der ihm als Staatsanwalt durchaus Zugang verschafft hat zu zum Beispiel Prozessakten und Gerichtsdokumenten oder Vorermittlungsdokumenten. Das ist doch eigentlich ziemlich traurig, dass man in den 80ern noch quasi so einen Goodwill-Menschen braucht, dass man auch letztlich auf eine Person angewiesen ist. Großes Glück, dass die beiden sich für beide Seiten, großes Glück, dass sie sich kannten. Es gibt Interviews und Gesprächsaufzeichnungen mit Warlow, der auch, ist keine Einbahnstraße, der auch sehr happy darüber war, dass er mit Klee in Anführungsstrichen zusammenarbeiten konnte. Möchten Sie zu diesem Umstand der Materialbeschaffung noch was sagen? Weil das finde ich sehr typisch für Klee und auch im Umgang mit dem Nachlass einfach eine ganz spannende Geschichte. Also er hat es vermocht, mit den Staatsanwälten, die immer sehr, sehr vorsichtig waren und die überzeugt werden mussten,
die Akten ihm zur Verfügung zu stellen, sie in irgendeinem Kabuff, muss man sagen, also in irgendeinem Kellerraum oder in einem kleinen Räumchen bei der Staatsanwaltschaft hatte er dann die Möglichkeit, diese Akten zu sichten, auszuwerten. Und seine Persönlichkeit, und es hat etwas mit seiner Persönlichkeit zu tun, und seine Art, die Wichtigkeit dieser Forschung darzustellen, hat dazu geführt, dass die sehr vorsichtigen Staatsanwälte und zum Teil auch im Buch von 1997 nennte er auch zwei Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, die als Helfer sozusagen der Staatsanwälte tätig waren in Frankfurt. Diese Beamten, die vorsichtig sind und auch mit ihren Ängsten umgehen müssen, wenn sie Akten freigeben oder zur Verfügung stellen. Diese Staatsanwälte und Kriminalbeamten hat er für seine Arbeit einnehmen können. Und das war das Besondere. Und er ging auch in Anführungszeichen krumme Wege. Also er hat sich nicht gescheut, auch mal eine Regelverletzung vorzunehmen. Und hätte es Konsequenzen gegeben, dann hätte er diese Konsequenzen auch getragen. Und dieser unorthodoxe Umgang mit den Institutionen, die er praktizierte, hat ihn ausgezeichnet. Mhm. Frau Stoß-Breidenbach, als Ihre Schule 2005 in Ernst-Klee-Schule umbenannt wurde, hat er bereits das besagte Personenlexikon zum Dritten Reich herausgebracht und war sozusagen forschungstechnisch schon mitten im Thema des Nationalsozialismus. Nun haben Sie ihn als Namensgeber aber ja aus einem ganz anderen Grund sich ausgesucht, nämlich aus dem eingangs erwähnten Stichwort, die im Dunkeln. Was fanden Sie denn an ihm so besonders? Es gibt ja viele Leute, die sich engagieren. Es gibt auch viele Leute, die Behinderten emanzipatorisch arbeiten. Was fanden Sie an Klee so besonders, dass Sie die Schulbenennung vorgeschlagen und dann auch durchgesetzt haben? Und wie liefen das eigentlich genau ab? Ja, also es war ein kleines Abenteuer. Wir standen vor einem Jubiläum. Ich glaube, es war 25. oder 20. Bestehende der Schule und man braucht einen Namen. Die Schule ist beherbergt in einem ehemaligen, ja, ich habe hier so eine Skizze gemacht, weiß nicht, ob das ins Bild kommt. Da war eine Mädchenschule drin, aufgehoben, St. Agatha, und das unsere Chefin damals, Frau Claudia Schunicht, fand also Agatha sehr schön. Und wir haben nachgeforscht, dass das also keine erfreuliche Situation ist. Agatha ist aus Sizilien und da waren so schräge Geschichten im Hintergrund. Wie wollen wir das unseren Schülern erklären? Da habe ich mich erinnert. Während meines Studiums in Dortmund hatte ich diese Aktion von Ernst in Frankfurt mitbekommen. Ich hatte auch erst ernsthaft gedacht, der sitzt im Rollstuhl, der traut sich was. Und habe dann wieder ein bisschen mehr nachgeforscht. Wir hatten damals den Behindertenreport, den hatte ich als Studienbegleiter auch erworben. Und naja, die Schule war ein bisschen skeptisch, weil man gar nichts mehr in diesem Bereich hörte von Ernst Klee. Und es war ja so, dass er sich für die Integration und eigentlich gegen die Aussonderung von Schülern und Andersartigen, ich sag immer Beeinträchtigten, oder wir sind ja alle andersartig und ein jeder von uns. Ich habe ihn dann angerufen und wir haben diskutiert und ich wollte das hier mal vorlesen, wie wir da so ins Gespräch kamen. An unserer Schule, Moment, jetzt brauche ich die. An unserer Schule denkt keiner darüber nach, wie es aussieht, wenn es sich gut anfühlt. Und selbst Rapper haben wir und sie bekommen ihre Bühne, ihren Applaus. Schon allein diese Erfahrung ist mit Gold nicht aufzuwerten.
Sie prägt, sie bildet, sie formt einen zufriedenen Menschen. Das ist echte Integration in meinen Augen. Das heißt, Menschen wachsen heran und erfahren sich und ihre Möglichkeiten im Schonraum, werden daran stark und gerüstet für das Leben draußen in der harten Welt des Wettbewerbs. Sie wissen, dass sie da nicht mithalten können, aber sie wissen, dass sie etwas können. Und sie durften es entspannt erfahren und erproben, und bei manchen wurde es zur Berufung. Diese Erfahrungen können nicht in einem Nachmittagskurs vermittelt werden. Sie wachsen im Alltag, in der täglich und stündlich erfahrenen Anerkennung und Akzeptanz. Sie entstehen auch in der bewussten Auseinandersetzung mit der eigenen Andersartigkeit, damit, dass jeder anders ist und alle irgendeine Hemmung oder Problematik zu bearbeiten haben. Keiner ist normiert, aber für jeden gibt es einen Weg, der zunächst mit Hilfe, aber auch weitgehend und bald selbstständig beschritten werden kann. Als ganzer Mensch unbelastet durch das Anderssein eine gesunde Persönlichkeit entfalten zu dürfen, das ist die Vorbereitung auf ein menschenwürdiges Leben. Ja, damit war Ernst sehr einverstanden und er hat uns dann besucht. Er hat sich auf uns eingelassen und es war sehr komisch, wie er kam. Wir hatten sehr viel Angst, denn der Landschaftsverband hatte ja gesagt, der lebt ja noch. Man kann eine Schule nicht nach einem lebendigen Menschen benennen. Wer weiß, wie der sich noch weiter entfaltet. Da haben wir aber, nachdem wir uns seine Literatur vorgeknöpft hatten und Aktionswochen gehabt hatten in der Schule, die Schüler wussten inzwischen, wer er war und auf wen man sich einlässt, aber wir wussten nicht, wie er aussieht und wie er sich verhält. Und da kam ein Riese mit Riesenstiefeln und in Jeans und einer schlappen Lederjacke daher und der Professor oder Doktor oder was, wir haben also, die Schüler haben gesagt, das ist unser Namensgeber, der sieht aber lustig aus. Ja, und er selber war sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, sagte ich, mit so vielen Kindern um mich fühle ich mich gar nicht so wohl, was soll ich denn mit denen machen? Und da haben wir gesagt, ja, erstmal durch die Klassen gehen, sich vorstellen und sich den Fragen der Schüler stellen. Und dann gab es eine Veranstaltung in der Aula. Und er saß auf der Bühne, so ganz lässig und es war sehr ungewohnt, aber die Schüler haben ihn sofort geliebt. Die sind auf die Bühne, haben ihn gefragt, haben sich mit ihm unterhalten und wo hast du und trägst du immer Jeans und so weiter. Dann gab es also auch noch eine Darstellung, eine mit bunten Buchstaben wurde also aufgetanzt und ja, er war also insgesamt, sagte er, ich bin völlig fertig, die sind ja toll, ja. Und hat eine Woche später diesen Brief an unsere Rektorin geschrieben. Es war wunderschön in Mettingen. Oh, jetzt bin ich gerührt, ja. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben. Ich danke allen, die eine so lebendige Feier mit so viel Fantasie auf die Bühne brachten. Besonders freue ich mich über die Schülerinnen und Schüler, die so eifrig mitmachten, und über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dies vorbereiteten. Die ich kennengelernt habe, haben mich gelehrt. Die Schule ist in guten Händen. Besonders den Schülerinnen und Schülern darf ich sagen, ich bin stolz, dass gerade diese Schule meinen Namen trägt. Von Herzen, Ernst Klee. Damit Sie sich fangen können.
Also mit mir telefonierte der Ernst meistens erst nach Sonnenuntergang, also es ist noch später. Und in irgendeinem späten Gespräch, wir hatten uns erst was zum Thema Fußball unterhalten. Und was ich dir noch sagen wollte, ich glaube, die denken, ich sei schon tot. Da hat so eine Schule angefragt, eine Sonderschule, ob sie meinen Namen als Schulnamen nehmen können. Also haben die denn meine Bücher nicht gelesen? Ich war doch eigentlich immer sehr deutlich, dass ich da von Sonderschulen nicht viel hielt und so weiter. Hatte wirklich losschwadroniert. Aber es war eine gewisse Unsicherheit dabei. So ein bisschen geehrt und gebauchpinselt sein, schwang da auch schon mit. Naja, da habe ich gedacht, Ernst, wie ich dich kenne, wirst es doch so machen, dass du mit den Leuten Kontakt aufnimmst, telefonierst und wahrscheinlich dann doch mal dahin fährst. Und dann kannst du ja mal sehen, was daraus wird. Und für mich, wie gesagt, es schließt sich jetzt ein Kreis mit dem schönen Brief, den er ihm geschrieben hat. Ich finde es toll, dass was daraus geworden ist. Schön. Ja, Frau Borcher hat ja auch schon gesagt, dass Klee über diese Ehrung am meisten eigentlich erfreut war von allen Preisen. Also so erinnere ich es ganz stark. Also nur wie gesagt, es gab die großen Preise. Also Elke Klee hat es ja mitgebracht, die Leuschner Medaille, die Goethe-Plakette, der Geschwister-Scholl-Preis. Also das, was Autoren, Autorinnen ja glückselig macht. Aber tatsächlich ist ja so die Benennung einer Schule zu Lebzeiten was sehr Besonderes. Und ich glaube, das war wirklich eine Riesenfreude, als es dann klar war. Sehr schön. Kreisschließen ist ein Stichwort. Ich mache mal einen kleinen Ausflug. Ich habe mich ehrlich gesagt bei der Vorbereitung ein bisschen schwer getan mit der Entscheidung, ob man jetzt mehr Gewicht auf den in Anführungsstrichen alten Klee legt, Stichwort Sozialreportagen und auch investigativer Journalismus, oder auf den NS-Forscher Klee. Das ist eigentlich Unsinn. Diesen Unterschied muss man gar nicht machen, weil Klee das in seiner Person völlig zusammenführt. Die im Dunkeln sieht man nicht, ist eben nicht nur diese Sozialreportage, sondern es betraf zu jener Zeit, als er zu NS-Euthanasie zu forschen begann, eben massiv diese betroffene Opfergruppe. Bis heute sind zwangssterilisierte Menschen und euthanasiegeschädigte Menschen nicht als NS-Opfer anerkannt. Bis heute existiert das Gesetz zur Verhütung erbkrankten Nachwuchses von 1934 zwar geächtet, seit 2007 geächtet, aber es existiert, also nicht abgeschafft. Eine formale Gleichstellung mit anderen Opfern der NS-Diktatur hat die jetzige Bundesregierung sich vorgenommen, im Koalitionsvertrag von 2021. Klee hat 1983 gestartet. Die Sichtbarmachung von marginalisierten Gesellschaftsgruppen und die Perspektive der Opfer und die Einnahme der Opferperspektive bei gleichzeitiger, wie Herr Renz angeführt hat, sehr deutlicher Anpanderung der Täter und auch deutliche Analyse der Täterbiografien gibt dem Nachlass gerade in der Gedenkstätte Hadamar eine besondere Bedeutung und lässt an einen seiner ersten Auftritte hier erinnern. Da habe ich einen kleinen Zeitungsausschnitt für Sie vorbereitet. Das war 1985 in diesem Raum und deswegen wollte ich es heute anbringen, weil ich es wirklich ganz besonders finde. Da fand ein Symposium oder eine größere Pressekonferenz zur NS-Euthanasie statt. Und Klee hat dabei eine Rolle gespielt, die in der Stadt Hadamar damals zunächst nicht nur so ganz positiv aufgenommen wurde, Stichwort seine deutlichen Ausdrucksweisen. Und wenn wir das Foto selbst nochmal haben können, genau, da ist einmal Klee und dann der damalige hiesige Sozialarbeiter Gerhard Kneuker vom Zentrum für Soziale Psychiatrie damals und Matthias Hamann, das ist einer, also auf der linken Seite, der die Hände gerade so hoch hat, das ist einer der Autoren von der ersten Ausstellung, die ab 1983 hier in den historischen Kellerräumen gezeigt wurde. Da sieht man ja noch die Nachwirkungen von dem Journalisten und Aktivisten und Aktionisten Klee. Herr Göbel-Braun, meine Frage nochmal an Sie. Wie hat Klee das Ihrer Erinnerung nach erlebt? Wie hat er darüber gesprochen? Sie hatten da ja persönlich eher sporadischen Kontakt. Also der enge Kontakt war ja früher zu Studienzeiten. Aber trotzdem hat er ja immer wieder von solchen Veranstaltungen eben auch erzählt. Oder Sie waren eben auch mal dabei. Ja, die Initiativen aus den 70ern hatten ja eher so einen aktivistischen Charakter und jetzt kommt er langsam an in der etwas gediegeneren Wissenschaft. Wie haben Sie ihn da erlebt?
Also ich habe ihn dort sehr versammelt erlebt. Er hat es durchaus geschafft, das, was er in der den meistens wirklich Hinterzimmern von Archiven erforschen durfte und was er auch erleiden durfte an Konkurrenzneid der historischen Vollprofis. Er hat es geschafft, dieses dann doch in eine Kommunikationsform zu kleiden, die zwar weiterhin auch provozierte, die Personen, die er provozieren wollte, aber auch mit denen Kontakt schuf, mit denen er weiterarbeiten wollte. Das waren zunächst mal dann auch Angehörige, Nachkommen von Opfergruppen, aber auch ja, Menschen, die politisch und historisch ähnlich dachten wie er. Das war nicht mehr das, sich auf die Straße setzen oder was ich durchaus mal mit dem einen raushängen lassen, sondern es war eine durchaus gezielte, überlegte und auch mit guten Folgen behaftete Art und Weise der Kommunikation. Er hatte eine ganze Menge Gesprächspartner und ich muss auch wirklich sagen, also mit seinem Lektor Walter Peter hat er großes Glück gehabt. Den hat er oft erwähnt und er hat sich auch in seinem Verlag sehr zu Hause gefühlt. Und das hat bestimmt, Sie haben es ja bereits erwähnt, also einiges von dem kompensiert, was ihn doch nicht so ganz unberührt gelassen hat, dass er um seine Rolle kämpfen musste. Als das Euthanasiebuch 83 erschien, hatten wir ein spätes natürlich Telefonat gehabt, in dem er sehr besorgt und bedrückt war, dass dieses Buch nicht in dem Rhythmus, den ich nicht mehr weiß, wie solche Bücher erstmal in Auflagen schießen, wenn sie erscheinen, kam. Und wir haben quasi fast ein Trostgespräch geführt. Ich habe gesagt, dieses Thema ist noch nicht in, pass mal auf, du musst langen Atem haben. Und dann habe ich einen Brief mitgebracht. Da schrieb er mir dann im PS, das Euthanasiebuch erfährt nun seine zweite Auflage. Also das sind so Zeilen, also da habe ich dann so seinen ganzen Stolz dann auf sein Werk mal durchspüren können. Und das hat mich einfach dann sehr gefreut. Schön. Ich möchte noch mal zu den NS-Forschungen zurückkommen. Herr Renz, vorab haben Sie mir mich darauf hingewiesen, auf Klees starker Kritik an einer gewissen, an dieser Versöhnlichkeit von Überlebenden. Klee fand wohl hier und da, dass sie das übertreiben oder dass das nicht angebracht und angemessen ist. Das hat mich anfangs tatsächlich gewundert. Ich hatte mir jetzt auch als Theologiestudent eben anders vorgestellt und dachte, das wäre irgendwie auch sinnvoll, das zu bejahen und gut zu heißen, wenn Überlebende dies ja auch beurteilen können, letztlich, ob sie jetzt sich versöhnlich, versöhnungsbereit zeigen möchten oder nicht. Das ist ja deren ganz eigene Entscheidung. Das finde ich wirklich einen ganz interessanten Aspekt, dass Klee das wohl auch in seinen Artikeln und eben öffentlich und in seinen Publikationen kritisiert hat. Können Sie was zu seinen Begründungen dazu sagen oder zu diesen Hintergründen? Also in seinem Buch, in seinem letzten posthum erschienenen Buch Auschwitz, Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurden, in diesem Buch gibt es einen langen Eintrag über Viktor E. Frankl, den berühmten Wiener Psychoanalytiker, ich weiß nicht genau, wie die richtige Bezeichnung bei ihm ist. Und er hat Frankl nicht nur vorgehalten, und das ist natürlich schon ungewöhnlich, dass das ein Autor tut, dass er unrichtige, unzutreffende Angaben über seinen Aufenthalt in Auschwitz gemacht hat, sondern auch, dass er der deutschen und auch der österreichischen Gesellschaft sozusagen angeboten hat, sich zu exkulpieren, indem er seine Versöhnungsbereitschaft bekundet hat. Und diese Angebote von Überlebenden der Tätergesellschaft oder den Nachgeborenen der Tätergesellschaft gegenüber, sich versöhnlich zu zeigen, dieses Verhalten hat er kritisiert. Er hat von Versöhnlernen gesprochen, er hat Namen genannt, die auch in Frankfurt bekannt sind. Und da zeigt sich die Radikalität auch seines Denkens und seines Ansatzes, seines Schreibens, dass er
dieses Angebot von Überlebenden der Tätergesellschaft gegenüber verworfen hat. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein, dass er nicht davor zurückgescheut ist, auch Überlebende zu kritisieren und ihre Erinnerungen auch in Frage zu stellen. Es gibt in diesem Buch auch sehr viele Hinweise darauf, dass die Rolle von Josef Mengele überhöht worden ist. Und aufgrund seiner sehr, sehr großartigen, gründlichen Faktenkenntnis konnte er nachweisen und hat ja das auch immer wieder festgestellt, dass nicht wenige Überlebende davon gesprochen haben, unbedingt von Mengele selektiert worden zu sein. Und das hat er benannt. Er hat da nicht die Angst gehabt, jetzt an den Pranger gestellt zu werden, sondern er hat gesagt und geschrieben, dass auch die Überlebenden, die Opfer sich täuschen können, dass ihre Erinnerungen manchmal fehlgehen und dass man darauf achten sollte, dass derartige faktische Fehler in der Erinnerung auch benannt werden. Und diese Direktheit seines Schreibens und seiner Arbeiten war meines Erachtens ungewöhnlich. Mhm. Da schiebe ich gleich nochmal was nach. Zum Stichwort Täterforschung, das finde ich nämlich bei Klee ganz besonders spannend, weil ich auch selbst wissenschaftlich aus der Täterforschung komme. Es kam ja hier auch schon öfter zur Sprache, wie stark Klee völlig berechtigterweise die völlig unzureichende Aufarbeitung von NS und eben auch von NS-Tätern immer angeprangert hat. Wir hatten jetzt die letzten Jahre immer mal wieder Prozesse, die unglaublich spät angefangen hatten gegen einzelne, inzwischen hochbetagte Personen. Wir kennen, erinnern uns alle an 2016 Oskar Gröning, der in Auschwitz tätig war. Aktuell steht Irmgard Furchner vor Gericht. Das ist die, die in Itzehoe ihrer Verhaftung entgehen wollte und ausgebüxt ist, falls Sie das in Medien verfolgt hatten. Das fand ich eigentlich ziemlich lustig dahingehend, dass natürlich dann alles hin ist, mit dem sie sagen könnte, ich bin so alt und ich bin viel zu alt, um vor Gericht gestellt zu werden. Also wer so eine Aktion macht, der ist definitiv gut beisammen sozusagen. Sie war in Stutthof Sekretärin des Lagerkommandanten. Und der Josef S., der Wachmann aus Sachsenhausen, der ist 100, der steht aktuell auch vor Gericht. Und nun geht es ja bei diesen späten Prozessen nicht dazu, 100-Jährige in den Knast zu bringen, weil Gerechtigkeit ja nicht nur eine Verhängung einer Strafe ist. Der Historiker Surow hat gesagt, selbst wenn ein Verfahren mit einer Einstellung endet, werden doch die Geschichten der Opfer in der Öffentlichkeit bekannt und benannt und dadurch weiter Wahrheit verbreitet. In dem Gröning-Prozess hat eine Nebenklägerin gesagt, hier auszusagen ist wie ein Blumenstrauß auf das nicht vorhandene Grab meiner Eltern zu legen. Was glauben Sie, wie Klee diese Prozesse heute beurteilen würde? Ich kann mir vorstellen, dass er sich erstmal sehr darüber freut, dass ihm auch das wissenschaftlich begleitet wird, dass auch das passiert, was Sie angesprochen haben, dass Historiker als Gutachter eingesetzt werden, die unter Umständen auch ganz schmerzhaft sagen müssen, hier irrt sich leider der Überlebende und der Zeuge, weil das kann aus den Gründen nicht so und so sein. Das finde ich alles Konstellationen, die sehr glücklich sind, dahingehend, dass eben Wahrheiten weiter verbreitet und aufgedeckt und entwickelt werden. Wie schätzen Sie Klee ein, wenn er heute noch hier wäre und diese ganzen Dinge verfolgen würde? Sie verleiten mich jetzt zur Spekulation. Das ist ja kein wissenschaftliches Symposium, ist ja eine Freudenveranstaltung. Man hätte natürlich mit ihm über den Janjuk-Prozess reden können, der von 2009 bis 2011 in München stattgefunden hat. Ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen. Ich habe keine Erinnerung daran, dass er etwas zum Urteil von 2011 gesagt hat. Ich nehme an, es ist aber eine Vermutung, dass er diese Spätverfolgung befürwortet hätte, aber auch Einwände dagegen gehabt hätte, weil die bundesdeutsche Justiz mit dieser Spätverfolgung zu stark ihr Versagen, ihr jahrzehntelanges Versagen übertüncht in irgendeiner Form, wenn ich das mal so formulieren kann. Ihm wäre es wichtig gewesen, wenn die deutsche Justiz sich explizit, zum Teil ist das in Urteilen ja gemacht worden, in den mündlichen Urteilsbegründungen gemacht worden, dass die
Richter, Richterinnen eingestanden haben, wie viel von der deutschen Justiz versäumt worden ist. Und darauf hätte er großen Wert gelegt. Wichtig wäre ihm auch gewesen, festzustellen, dass in diesen Verfahren, was die Sachverhaltsaufklärung anlangt, nichts Neues mehr zutage gekommen ist. Weder der Sobibor-Prozess in den Akten niedergeschlagen, die er ausgewertet hat, dass die Verbrechen aufgeklärt werden, dass die Täter benannt werden und dass wir aus diesen Akten dann für die historische Darstellung unser Wissen beziehen können. Und insofern hätte er in dieser Hinsicht, was die Sachverhaltsaufklärung anlangt, gewisse Fragezeichen gegenüber diesen späten Prozessen gehabt. Das ist meine Vermutung. Mhm, danke. Bleiben wir in der Gegenwart. Die im Dunkeln. Gerade dieser Tage hat sich der Bundespräsident Steinmeier mit seinem unterlegenen Kandidat, dem Bundespräsidentschaftskandidaten Trabert, getroffen, der ja in seiner Tätigkeit als Arzt den Schwerpunkt darauf legt, Obdachlose und Wohnsitzlose und Ärmste der Armen zu behandeln. Und Steinmeier hatte ihn ja nach seiner Wiederwahl zum Bundespräsident eingeladen, dass sie zusammen das Thema Obdachlosigkeit angehen, weil Steinmeier selbst sich auch wissenschaftlich damit vorher befasst hatte. Frau Stoss-Breidenbach, wer ist heute im Dunkeln? Also welche Personengruppe? Ich denke, dass im Augenblick zum Beispiel Flüchtlinge, die unsere Hilfe bedürfen, in der Schwemme, als sie alle kamen vor 5 Jahren, ich war auch aktiv dabei, Sprachschule zu machen für sie. Aber irgendwann ist das Neue. Es ist immer so, große Not, genau wie mit den Menschen in den Überschwemmungsgebieten. Im Moment, wo die Not am größten ist, dann ist es interessant, aber ganz schnell verflacht das Interesse. Ich denke, dass die Vergessenen und die Armut, die armen Kinder auf den Straßen, also es ist unglaublich, dass so etwas hier möglich ist. Ich komme ja aus Südamerika und bin es gewohnt, dass Kinder auf der Straße betteln, Schuhe putzen aber ich glaube, so heruntergekommen, weil sie vergessen sind. Die leben dort in der Gesellschaft. Hier werden sie übersehen. Man will sie nicht sehen vielleicht. Sie verstecken sich auch. Das ist traurig für eine Gesellschaft, die so schnell und so reich sein möchte. Mhm. Ich mache an dieser Stelle trotz aller Ernsthaftigkeit mal einen Cut, denn ich habe den Fehler gemacht, mir meine Uhr hier hinzustellen. Ich habe zwar die Wasserflasche davor gestellt, dass ich nicht so erschrecke, aber wir müssen ja auch ein bisschen daran denken, dass Sie ja auch noch Fragen stellen und zu Wort kommen möchten außerhalb vom Podium hier. Ich muss erst noch jemanden vorziehen, bis quasi die Runde eröffnet wird an die Anwesenden hier, dann merke ich mir schon mal Herrn Gabler als Ersten vor, sowie auch an die Leute, die im Chat was schreiben, habe ich noch 2 kurze Blöcke und 2 kurze, ich sag mal, Projekte. Und zwar, wenn wir die Ernst-Lee-Schule schon hier haben und zuletzt auf Frau Stoss-Breidenbach gehört haben, dann möchte ich jetzt gern überleiten zu dem schon benannten Leiter der Ernst-Lee-Schule, der aktuelle Leiter, Herr Gernandt. Ich würde Ihnen einfach gerne mal über das Saalmikro das Wort erteilen und Sie bitten, von dem heutigen Schulalltag zu sprechen, was für Projekte Sie haben. Und ich habe gesehen, Sie haben ja auch ein paar Dinge von Ihren Schülerinnen und Schülern mitgebracht. Das können Sie uns gerne kurz erläutern. Ist das Mikrofon jetzt an? Ja, jetzt höre ich es. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und ich bin wirklich ganz begeistert von dem heutigen Tag und auch von der Führung hier in Hadamar und möchte mich nochmal dafür bedanken. Ganz viel zu unserer Schule hat Erika ja bereits erläutert und vieles, was Frau Stolz-Breidenbach gesagt hat, ist nach wie vor aktuell, auch im aktuellen Schulleben bei uns.
Und als ich heute Morgen ins Auto gestiegen bin, war ich ja noch 2 Stunden in der Schule, bin dann losgefahren und habe meiner Klasse 8 erzählt, dass ich jetzt nach Hadamar fahre. Und dann sagte mir Luisa, dann bestellen Sie bitte Frau Klee ganz herzliche Grüße. Und das mache ich jetzt erstmal von dieser Stelle aus, weil Frau Klee ja auch häufig bei uns in der Schule war, auch zu meiner Zeit noch und wirklich bei unseren Schülerinnen und Schülern mit ihren Besuchen viel Eindruck hinterlassen hat. Ja, was machen wir für Projekte? Vielleicht sage ich mal ganz kurz etwas zu unserer Schule aktuell. Für die, die es nicht wissen, unsere Schule ist eine von 14 Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung des LWLs, liegt im nördlichen Münsterland, genauer gesagt im Kreis Steinfurt, unweit von Osnabrück, unweit von Münster entfernt. Wir sind eine Schule hier in einem sehr schönen alten Schulgebäude, knapp über 100 Jahre alt, sind mitten im Ortskern der Gemeinde Mettingen und beschulen zurzeit 155 Schülerinnen und Schüler. Wir haben ein Team von knapp 40 Lehrern. Mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind es 80 Personen, die bei uns wirken. Und wir sind eine Schule mittendrin. Das ist unser Auftrag. Seit 2005 sind wir Ernst-Klee-Schule, vorher Westfälische Schule für Körperbehinderte. Und wir tragen diesen Namen seit dieser Zeit mit Stolz und versuchen natürlich auch, seinen Auftrag letztlich umzusetzen und sehen ja im Grunde seinen Auftrag auch als unseren Auftrag an. Und das versuchen wir mit vielen großen und kleinen Projekten zu gestalten. Sie finden Ernst Klee als Namen, als Bild an ganz vielen Orten unserer Schule. Wenn ich so durch die Gänge gehe, dann finden Sie überall kleine Hinweise. Eine Klasse hat ein wunderbares Plakat gestaltet mit vielen seiner Bücher, mit seiner Biografie. Aber es ist nicht so, dass wir Ernst Klee als Monstranz vor uns hertragen, sondern wir wollen letztlich seinen Auftrag verwirklichen. Wir wollen zeigen, dass wir mittendrin sind. Wir wollen zeigen, dass wir in der Lage sind, gehört zu werden. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren geschafft, dank des Wirkens aller Mitarbeiterinnen unserer Schule und aller Mitarbeiter unserer Schule. Und wir sind ein fester Bestandteil der Schullandschaft in der Gemeinde Mettingen, aber auch im Kreis Steinfurt geworden und ein anerkannter Teil dieser Schulzeit. Dankeschön. Bevor wir dann ins Gespräch kommen, habe ich angekündigt, es gibt noch einen kleinen Exkurs. Eine weitere liebe Person, die sich hier, wie vorhin Herr Dr. Jürgens, zuschalten wird. Und zwar haben wir exakt an Klees Geburtstag vor 4 Jahren, also tatsächlich am 15. März 2018, die Übergabe des Nachlasses durchgeführt. Einige von Ihnen waren da auch dabei. Und da hatten wir uns als Ort nämlich Frankfurt ausgesucht, klar. Wo sonst, wenn nicht in Frankfurt, kann man von Klee einen Nachlass entgegennehmen, und waren in der Evangelischen Akademie. Der dortige Studienleiter für Religion und Politik ist Dr. Eberhard Pausch. Er war damals unser Gastgeber und hat heute ein Anliegen, ein sehr schönes übrigens. Er kann leider nicht hier in Hadamar anwesend sein, aber ist eben über Webex zugeschaltet. Jetzt müssen wir vielleicht wie vorhin auch schauen, ob wir das in dem Licht hinbekommen, dass alle das Webex gut sehen. Und ich würde ihm ebenfalls gern für ein paar Minuten das Wort geben und begrüße Sie ganz herzlich in Frankfurt. Ja, guten Tag, liebe Frau Dr. Abel. Hallo, liebe Elke, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hoffe, Sie können mich gut sehen und hören. Ist das der Fall? Dann nicken Sie, liebe Frau Dr. Abel. Scheint so zu sein. Gut, vielen Dank. Ja, mein Zugang zu Ernst Klee war eigentlich lange bevor ich beruflich oder theologisch, ich bin auch Pfarrer, mit ihm zu tun bekam, ein ganz persönlicher, nämlich der Zugang über Elke Klee. Ich bin 1973 als 12-jähriger Junge in ihren Konfirmandenunterricht gekommen und 1974 konfirmiert worden. Und in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, lernte ich Ernst Klee auch kennen als ihren Ehemann. Er hat damals nicht nur
Bücher geschrieben, sondern sich auch beteiligt, beispielsweise bei Freizeiten seiner Frau, ist mit uns nach Kärnten gefahren, hat mit uns Jugendlichen Fußball gespielt oder Schach. Das hat mich sehr beeindruckt und so habe ich ihn sozusagen erstmal menschlich kennengelernt und sein Werk erst später, und konnte es auch erst später dann natürlich in der Intensität würdigen. Aber ich fand ihn beeindruckend, genauso wie ich dich, liebe Elke, sehr beeindruckend fand. Das hat mich geprägt. Ich hätte sonst wahrscheinlich niemals Theologie studiert, wenn ich diese beiden Menschen nicht kennengelernt hätte und wäre mein Lebensweg und Berufsweg so nicht gegangen. Und deswegen habe ich mir überlegt, was könnte ich ihm denn zu Ehren und dir dann auch zu Ehren, euch beiden sozusagen als Geburtstagsgeschenk mit auf den Weg geben in diesem Jahr, in diesem besonderen Jahr. Und habe mich ja entschieden, das in Form eines Buches zu tun, das ich euch beiden widmen möchte, beziehungsweise gewidmet habe. Es ist noch nicht gedruckt, es liegt noch nicht gedruckt vor, es ist aber im Moment im Druck befindlich, denn es wird zwischen euren beiden Geburtstagen erscheinen. Und das Buch heißt Offen, links und frei. Vielleicht kann man hier das Buch mal zeigen. Das ist schon das Bild. So wird es aussehen. Der Umschlag des Buches, offen, links und frei. Bausteine für einen Protestantismus der Zukunft ist der Untertitel. Gewidmet ist es, wie gesagt, euch beiden. Und ich habe da noch was dazugesetzt für Ernst Klee, den Aufklärer. Das passt natürlich zu ihrer Überschrift, die im Dunkeln sieht man nicht. Ernst Klee hat Aufklärung betrieben in einem ganz elementaren und unglaublich wichtigen Sinne. Und für Elke Klee offen, links und frei die Widmung. Damit ist der Titel auch schon erklärt. Ich ordne mich da also in eine Tradition ein und möchte euch beide ehren, an euch anknüpfend Dinge sagen, die ich für wichtig erachte. Das Buch hat 5 Kapitel, das kann ich ja schon verraten. Das erste Kapitel heißt Linkes Denken, Christsein aus Wahrheit und Vernunft. Das sind philosophisch-theologische Grundsatzüberlegungen. Das zweite Kapitel heißt dann Klassische Leitfiguren der Linken. Da befasse ich mich mit dem religiösen Erbe von Karl Marx, Friedrich Engels und Rosa Luxemburg. Das dritte Kapitel befasst sich mit linker Friedens- und Entwicklungspolitik. Das ist natürlich in diesen Tagen ein ganz besonders wichtiges und aktuelles Thema. Wusste ich nicht, als ich es geschrieben habe, dass es dann so bedrückend aktuell werden würde, aber so war es. Das vierte Kapitel heißt Linkes Leitungshandeln. Da analysiere ich die Bedeutung von Kompetenz, Authentizität und Argumenten im Handeln von Leitungspersonen und würde sagen, das sind wesentliche Tugenden, denen ein Leitungshandeln entsprechen sollte. Und das fünfte Kapitel heißt Predigten und Ansprachen, offen und frei. Eine der Ansprachen, die ich da veröffentliche, sind alle öffentlich gehalten worden, gilt Ernst Klee. Es war die Ansprache, die ich anlässlich der Trauerfeier gehalten habe, liebe Elke, als wir den Ernst verabschiedet haben. Noch eins ist mir wichtig im Blick auf das Buch. Es ist nicht nur ein ganz persönliches Geschenk, es ist auch eines, das sozusagen von politischer Seite hoch gewürdigt wird, denn ich konnte die Vizepräsidentin des Hessischen Landtages, Frau Heike Hofmann, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, wie gesagt Vizepräsidentin, gewinnen, das Geleitwort zu diesem Buch zu schreiben. Und sie hat euch beide, den Ernst und dich, darin auch gewürdigt. Ich denke, das ist bemerkenswert und ich freue mich sehr, dass das gelingen konnte. Ja, jetzt last not least noch ein Ausblick. Ich hoffe sehr, liebe Frau Dr. Abel, jetzt an Ihre Adresse vorrangig gesprochen, dass wir es schaffen, im kommenden Jahr vielleicht schon in unserer Evangelischen Akademie Frankfurt eine Veranstaltung zum Thema Ernst Klee durchzuführen und da Einblicke in seinen Nachlass zu geben.
erste Einblicke. Ich weiß, die Forschung ist unterwegs, sie ist da sicher noch nicht ganz abgeschlossen, aber es werden doch da Schneisen geschlagen worden sein in den Forschungsdschungel. Und die würden wir sehr gern der Öffentlichkeit vorstellen. Die Evangelische Akademie Frankfurt steht dazu bereit. Soweit, das waren meine Worte, die ich zu sagen hatte als ein Mensch, der nun seit 1973, also seit fast 50 Jahren und von Kindesbeinen an Ernst Klee kannte und Elke Klee kennt. Und ich freue mich und bin sehr glücklich und froh, dass ich euch beide kennengelernt habe in meinem Leben. Und wünsche dir, liebe Elke, alles, alles Gute. Wir sehen uns ja in der nächsten Zeit nochmal, spätestens an deinem Geburtstag, um den Geburtstag herum. Aber jetzt erstmal zurück in die Veranstaltung. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Dr. Pausch, vielen, vielen lieben Dank für Ihr Kommen, Ihr Hiersein und auch dieses wirklich diese ganz bewegende Ansprache. Ich werde jetzt zum Leidwesen der Kameraführung ganz kurz die Bühne verlassen, weil Herr Pausch und ich verabredet haben, dass die Elke Klee jetzt erstmal diese Blümchen bekommt. Das ist jetzt quasi von Herrn Pausch, weil er nicht hier sein kann. Deswegen mache ich das körperlich. Und bei der Gelegenheit drücken wir jetzt Elke Klee ein bisschen in den Mittelpunkt, weil sie uns am heutigen Tage eben auch die ganzen Preise und Auszeichnungen von Ernst Klee überlässt. Welche bislang noch nicht Teil des Nachlasses waren. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass wir das heute so machen und dass diese Preise hier in der Gedenkstätte dann bleiben. Und du hast gesagt, du sagst nur was, wenn du gefragt wirst. Jetzt frage ich einfach, was möchtest du sagen? Und dann komm. Doch. Ja, was soll ich sagen? Nach so viel schönen Reden und auch eure Ansprachen, das war so schön und liebevoll und eindrucksvoll. Dem kann ich nichts zufügen, außer Dankeschön. Danke, dass du auch da bist. Genau. Dann kommen wir jetzt zur angekündigten Runde und Herr Gabler hatte sich ja schon zuallererst gemeldet und ich bin natürlich auch ganz gespannt, was Sie beizutragen haben. Hört man mich? Es gibt ja den Ernst Klee in zwei Lebensabschnitten. Einmal, das haben Sie schon vorher gesagt, Ernst Klee als Aktivist. Und der zweite Abschnitt ist Ernst Klee als Historiker. Und es gibt ein Ereignis, wo die Täter von damals im Gericht vor Gericht gestanden haben in Frankfurt, das war in den Jahren 85, 86, da wurden über zwei Täter verhandelt. Und der Ernst kam zu Christa und mir vorher und sagte, ihr müsst dabei sein und ihr müsst unter euren behinderten Freunden dafür werben, dass die auch kommen. Es müssen sehr viele behinderte Menschen bei dem Prozess sein. Und so ist es dann auch gekommen. Und das ist im Nachhinein betrachtet eine ganz seltene historische Situation, wo die Täter von damals der Behindertenbewegung von heute gegenübergesessen haben. Und wir hatten dann auch eine Arbeitsgruppe gebildet, wo wir also auch dem Gericht Vorschläge gemacht haben, also
bestimmte Filme zu zeigen und so weiter. Was ich damit sagen will, ach so, und das Ergebnis, das ist nämlich so, die Verteidigung versuchte, die getöteten Behinderten als Menschen darzustellen, die ein qualvolles Leid erlitten haben und dass man sie also vom Leid erlöst. Also das ist diese Argumentation. Und immer, wenn die auf die Schiene kamen, sind da gesessen und die Christa, die konnte dann ein strahlendes Lächeln aufsetzen, wo dann also allen klar geworden ist, dass das mit dem elenden Leid von Behinderten, die man also erlösen müsse, nicht stimmt. Und diese Argumentationsstruktur haben die dann also völlig verlassen und hätten wahrscheinlich Erfolg gehabt noch, wenn wir nicht da gewesen wären. Und das war ein Prozess über 2 Jahre. Und ich habe dann immer gedacht, das macht mir nichts aus. Ich habe später bei einer Veranstaltung hat sich ein beisitzender Richter des damaligen Prozesses zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, das stimmt, da haben wir mit den Behinderten gesessen. Und wir von der Richterbank haben immer Angst gehabt, dass die das psychisch nicht durchstehen. Aber wir haben es durchgestanden. Und ich kann mich noch an eine Sache erinnern, die haben dann immer gesagt, das waren Leute, die konnten kaum mehr was, die lagen in ihren Betten oder waren praktisch nur noch am Tropf, ja. Und dann gibt's einen Propagandafilm von der NS-Zeit, wo dann gezeigt worden ist, wie also behinderte Menschen langsam sich auf einen dieser grauen Busse zubewegten und dort eingestiegen sind. Die sind also dann wegtransportiert worden. Und das waren Menschen, die also heute in irgendwelchen Behindertenwerkstätten, also man sah sie nur von hinten, aber körperlich mobil, die heute in Behindertenwerkstätten arbeiten würden. Und da hat die Richterin ganz genau gefragt, waren das auch solche Leute, die dort in dem Film gezeigt worden sind? Und dann mussten die Angeklagten sagen, ja. Also es gelang uns dann damals, dieses Narrativ vom Leid erlösen wegzukriegen. Danke. Gibt's was im Chat? Denn wenn es was im Chat gäbe, würde ich es gern abwechselnd machen. Ist aber derzeit nicht der Fall. Bleibt unsere herzliche Einladung. Das wird hier laut vorgelesen. Das geht nicht unter. Wenn Sie bei YouTube zuschauen und gern was beitragen möchten, ist es jederzeit möglich. Aber genau das Wort NS-Euthanasie, also deswegen betone ich immer NS-Euthanasie, dass ich nicht mit Anführungsstrichen hier rumfuchteln muss, aber das ist natürlich, entspricht dem, was Sie auch gerade sagten, dass es ja auch ein unglaublicher Euphemismus ist und eben auch eine Eigenbezeichnung der Nationalsozialisten war, um dem einmal die Grausamkeit aus der Terminologie zu nehmen und eben gleichzeitig dieses selbstbeweihräuchernde, wir erlösen doch vom Leiden, deutlich zu machen. Wenn im Moment aus dem Raum keine Fragen sind, wäre meine Frage, ob von uns hier oben jemand auf Herrn Gabler eingehen möchte. Bitte. Also gerade in meiner Aufregung meines Beitrages habe ich etwas sehr Wichtiges vergessen. Herr Gernert hat das gerade aber auch erwähnt, dass das Schulhaus mitten im Ort ist. Und dass die Kollegen sich aufteilen an verschiedenen Schulen, weil die Schule hat eine immense Entwicklung
überstanden und ist immer noch in Entwicklung. Es kommen immer wieder neue Gedanken dazu und man lernt. Es hieß erst gemeinsamer Unterricht. Die Kollegen schwirren aus und unterrichten Kinder mit Schwierigkeiten bestimmter Art in den Schulen. Das heißt, ich fahre 20 Kilometer nach X oder Y, bin da 3 Stunden, begleite, berate, fahre wieder zurück an die Heimschule oder zu der ich gehöre, in das Kollegium. Dieses wurde dann weiterentwickelt. Jetzt heißt es immer noch U? GU, gemeinsamer Unterricht. Ja, am Anfang hieß es nur Integration. Ja, es gibt also verschiedene Möglichkeiten und die Schule, die Förderschulen sind offen und die Schüler werden jährlich, alljährlich begutachtet, ob sie nicht in der Lage wären, am Regelschulunterricht teilzunehmen, unter welchen Bedingungen das ginge. Und ja, das hat Ernst auch sehr beeindruckt, weil das so ein Übergang ist. Die Gesellschaft, die Leistungsgesellschaft, lernt noch Menschen oder Schüler mit Schwierigkeiten auch genauso zu behandeln. Danke. Wir lernen noch, ist ein wichtiges Stichwort, dass das eben wirklich Work in Progress ist. Ich bin mal gespannt, fällt mir an der Stelle an, wie man vielleicht in 20, 30 Jahren über unsere heutige Veranstaltung spricht oder über 1985. Also wir hoffen mal sehr, dass Leute sich da nur wundern können, wie rückschrittlich das heute war und dass es keinen Rollback gibt. Ja, dazu kann ich sagen, wir haben bei uns in der Gegend eine freie Schule, die sich am Lernrhythmus und Curriculum der Förderschulen orientiert und die völlig offen ist für sowohl als auch und das Programm durch die Schüler entwickelt wird. Mhm. Ja. Offen, links und frei sozusagen. Weitere Meldungen oder Redebedürfnisse Ihrerseits im Chat? Herr Gabler, bitte. Also ich muss sagen, als ich damals gehört habe, so nebenbei, wir hatten dann, wann ist die Ernst-Klee-Schule umbenannt worden? Ja, da hatte ich auch nicht mehr so viel Kontakt, aber ich hatte es gehört, dass nach ihm eine Schule benannt worden ist und dann war ich ziemlich verblüfft, weil die Äußerungen von Ernst waren die ganze Zeit über, er hat was gegen Sonderschulen. Und die Behindertenbewegung von damals in Hessen, die hatte unermüdlich dafür gekämpft, also dass der gemeinsame Unterricht in Regelschulen, das war damals hieß es noch integrativer Unterricht stattfinden konnte. Das war ja ein langer Kampf. Und ich traue dem Urteil vom Ernst sehr. Von daher würde ich mich freuen, wenn die Ernst-Klee-Schule in dem jetzigen Prozess, wo also über die UN-Behindertenrechtskonvention das verpflichtend geworden ist und man hat überall unterschiedliche Konzepte, um dies zu verwirklichen, dann wenn die Ernst-Klee-Schule da ein Modell werden würde, wie man es machen kann, weil ich glaube, ich habe noch nicht gehört, dass man von der Sonderschule aus Regelschulkinder reinnimmt. Das ist jetzt für mich neu und wenn das ein gangbarer Weg ist, dann würde es mich freuen. Direkt dazu Herr Gernert. Ja, danke für Ihre Ausführung. Das ist natürlich ein ganz interessanter Gedanke, eine Förderschule zu öffnen.
Ich will mal ganz kurz aus dem Kreis Steinfurt berichten. Wir sind da in einer recht guten Situation, und zwar haben alle Eltern und alle Schüler, die ja einen Unterstützungsbedarf im Bereich körperlich-motorischer Entwicklung haben oder generell einen Unterstützungsbedarf haben, die Wahlmöglichkeit, ob sie den Besuch einer Förderschule wünschen oder den Besuch einer Regelschule. Also insoweit ist das Wort Transparenz und Offenheit bei uns ganz groß auf dem Schuleingangstor geschrieben. Also wir möchten, dass alle Eltern, alle Kinder, die zu uns kommen möchten oder wollen, sich unsere Schule genau anschauen. Wir laden sie ein zu Hospitationen, zu Praktikumstagen, und das Gleiche errate ich auch allen Eltern, wenn es darum geht, einen Ort des gemeinsamen Lernens zu suchen. Und da sind wir im Kreis Steinfurt wirklich gut aufgestellt. Wir haben gute Orte des gemeinsamen Lernens in allen Schulstufen, im Primarbereich, im Sekundarbereich, mit gelungener Inklusion. Und auch unsere Kolleginnen und Kollegen sind ja noch im Rahmen von Einzelintegrationen im gemeinsamen Lernen tätig und bringen wirklich gute Gedanken mit, gute Ideen mit in die Förderschule zurück. Und das ist ein gegenseitiger Austausch. Und alle Schülerinnen und Schüler, die bei uns sind, haben die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt auch eine Schule des gemeinsamen Lernens zu wählen, zu wechseln. Wir bereiten das mit Praktika vor und auch nach. Und sind da wirklich eine offene Schule. Und das zeichnet uns aus seit vielen, vielen Jahren. Und das unterstützen die Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen haben wir dann auch diesen Weg gewählt und diese hohe Akzeptanz bei uns im Kreis Steinfurt. Danke. Weitere Wortmeldungen? Chat? Bitte. Herbert Breidenbach, ich stehe noch sehr unter dem Eindruck unserer Führung heute durch Ihre Einrichtung hier. Und meine Frage ist eigentlich, wie kommen Sie als jemand, der sich sehr intensiv und ständig mit diesen Abgründen im Prinzip auseinandersetzen muss, wie kommt man da so in so ein normales Leben, das man ja auch führen möchte? Es sind ja diese schrecklichen Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss, und andererseits eben die Normalität, die man leben möchte. Das finde ich schon hier an dieser Stelle sehr extrem. Und das wäre jetzt eine Frage an, ja, Sie haben teilweise ja auch mit diesen Themen sehr intensiv zu tun. Wie ist Ernst damit umgegangen? Frage an Elke. Nochmal ins Mikro bitte für den Stream. Ich habe gesagt, er ist wahrscheinlich daran gestorben. Also er hat es so aufgefasst, weil er einfach nicht mehr konnte. Und er hat es halt mehrfach gesagt. Aber gerade Herr Renz beschäftigt sich ja auch ganz stark quasi mit diesen Abgründen. Deswegen hatte ich auch bei der Frage sofort an Sie gedacht, dass Sie sicher was dazu sagen möchten. Ich möchte nur eine kleine Anmerkung machen. Ernst Klee hatte auf seinem Schreibtisch immer eine schöne Blume stehen. Und in der Alexanderstraße in Frankfurt-Rödelheim hatte er einen Garten. Dazu könnte Elke Klee noch etwas sagen, indem er herumging, sich aufhielt. Nicht, dass er jetzt die Natur geliebt hätte oder wir ihm eine Naturliebe andichten sollten, das wäre völlig falsch. Aber er hat Momente immer bei dieser Beschäftigung mit den Abgründen, mit den NS-Verbrechen, auch mit der Tatsache, was die Opfer erlitten haben und was die Täter nicht verantworten mussten, weil sie verschont worden sind, weil sie unbehelligt geblieben sind. Mit diesen Erkenntnissen hat er zeitlebens kämpfen müssen. Und er hat vielleicht Ruhe
ich kann es jetzt nicht ausdrücken, weil es spekulativ ist. Er hat Ruhe, vielleicht auch Erleichterung gefunden, indem er auf seinem Schreibtisch eine schöne Blume stehen hatte oder wenn er kurze Zeit in diesem Garten herumging und die Natur betrachtet hat. Das hat ihm möglicherweise die Kraft verliehen, weiterzuarbeiten. Da möchte ich ganz kurz noch eine Frage direkt anschließen. Gleich. Frau Bohrhau, mein Lektor im Schöning Verlag, der hat mir mal geschrieben, ich muss jetzt zum Elternabend, das passt mir gar nicht, ich bin doch gerade eben noch knietief in den Schrecken des 20. Jahrhunderts, jetzt muss ich meinen Kopf so schnell umschalten, irgendwie passt mir das heute nicht. Jetzt sind Sie Leiterin Sachbuch und keine Historikerin und wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie stark Sie inhaltlich mit Ihren Autorinnen dann zusammenarbeiten, aber wie haben Sie denn genau diesen Aspekt bei Klee erlebt? Haben Sie sich stark auch darüber ausgetauscht, jetzt gerade bei dem Auschwitz-Buch, oder lief das auf einer rein sachlichen Ebene, wo es eher um Zahlen und Presse und welche Zeitung ging? Oder wie sind Sie eben auch mit diesem Thema, das ist alles eine ganz schwere Kost, umgegangen? Also das Inhaltliche ist schon Thema. Da kann man bei einer Pressearbeit für Büchern nicht ausweichen. Und wir haben auch darüber geredet, also ich erinnere, also auch im Hinblick auf die Pressearbeit, also Journalistinnen und Journalisten fragen ja alles Mögliche, ne? Und je nachdem bin ich dabei in solchen Situationen oder man versucht es auch vorzubereiten im Gespräch, was ist zulässig und wo sind Grenzen erreicht. Und da war Ernst auch sehr klar. Und ich erinnere ja, dass Ernst mir gesagt hat, dass er überhaupt kein Interesse daran hat, mit Tätern oder Täterinnen zu sprechen oder nur als da irgendwelche Rechtfertigungsnummern sich anzuhören. Und es kann auch sein, dass mal ein Medium auf die Idee gekommen ist, so ein Konfrontationsgespräch, Ernst Klee spricht mit, nur zu führen. Und er da sehr klar war und sagte, er hatte, also so erinnere ich es, aber das, davon lebt ja auch die Veranstaltung, dass er keine Lust hatte, Empathie auch für solche Menschen zu entwickeln, die sich ja bei einem Gespräch auch automatisch in der Regel entwickelt. Und ich habe immer gestaunt, also das ist ja unter anderem die schwarze Reihe über die Autorinnen und Autoren, die lebenslang an solchen Themen dranbleiben, das aushalten, aber ich glaube auch oft dem nicht ausweichen können. Und wenn ich noch mal was Sanftes sagen darf, also was Ernst mir oft berichtet hat, was aber auch mit mir zu tun hat, weil ich eine große Affinität zu Tieren habe, war der ewige Kampf gegen die Eichhörnchen im Garten um die Walnüsse, damit die Ernte irgendwie nicht zu schlank ausfällt. Und das war immer so ein Nebenthema, wenn man vielleicht zu schwere Themen vorher hatte. Sie wollten noch was dazu sagen, Herr Göbel-Braun? Ja, ich bin einfach sehr dankbar, dass Sie die Elke noch mal reingeholt haben. Also du hast dem Ernst wahnsinnig viel Kraft gegeben. Das muss einfach hier auch so stehen bleiben. Und das sollte ich auch durchaus ehren und würdigen. Frau Pehle, ich bin verwandt mit einem Klassenkameraden Ihrer Tochter. Und mit dem war ich beim Ernst Klee gewesen in der Alexanderstraße 37. Und der hat dann gesagt, an die Wohnung mit ganz vielen Akten und den großen und dem großen, freundlich schauenden Mann mit Wuschel, Lockenkopf sowie schlappriger Hose konnte ich mich und so weiter gut erinnern. Und so weiter, der Christian Reul, heute Richter in Frankfurt. Und ich finde es wichtig, einfach festzuhalten, er hatte diese beiden Dinge. Er hatte dieses kräftige, lebensfrohe, vitale. Er hatte aber auch durchaus einen Blick für seine Grenzen. Und ich wollte ihn 2010, 2011 zu einer Fachtagung in Hofgeismar noch einladen zum Thema unser Umgang mit der Gewalt, auch in der Arbeit mit behinderten Menschen, auch in Schulen. Und da hat er mir dann am Telefon auch abends gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Und das war also einer der Punkte, wo wir dann länger gesprochen haben darüber, dass er nun für sich auch gewisse Abschlüsse finden wollte. Er ist nicht an dem Thema zerbrochen, aber er ist nicht mit einer, was ich nach außen getragenen, heldenhaften Lebensbilanz mit dem Thema zusammenhängend gestorben. Soweit, danke. Frau Schlett, wollten Sie was sagen? Habe ich richtig
verstanden, dass das Zahlemikro kommt. Die Christa, die kann schlecht sprechen, ich übersetze dann. Hallo. Hallo. Ich bin vor 60 heute Abend hier. Ich bin froh, dass ich heute Abend hier sein kann. Konnte. Ja. Ich habe einige, hätte ich ein, die alle paar Fragen. Sie hätte gerne an Sie alle ein paar Fragen. Aber das mache ich jetzt nicht. Aber das macht sie jetzt nicht. Ich hab mich so gefreut, weil der Bild von eins da uns. So hab ich kennengelernt. Ich fand immer lustig, obwohl wir bei viel Streiterei hatten. Aber so wie da nehme ich mit in Erinnerung. Danke. Also so wie er da hier auf dem Foto erscheint, so hat sie ihn kennengelernt und immer lustig und so wird sie ihn auch in Erinnerung behalten. Wenn wir oft miteinander sprechen. Auch wenn sie oft mich miteinander gestritten hatten. Das konnten die beide sehr gut. Ja. Danke, Frau Schlett. Ist was im Chat? Kannst du es vorlesen? Im Chat wurde gefragt, ob eine Fernsehdoku vielleicht über ihn geplant sei. Eine Fernsehdoku über Klee? Von unserer Seite oder von wie, also sagen wir so, ich weiß leider nichts darüber, es ist eine hervorragende Idee, muss ich sagen, weil Klee selbst hat so viele Fernsehdokus gemacht, das wäre eigentlich angebracht, wenn es über ihn auch eine gäbe. Ich plane nichts und ich habe davon nichts gehört, aber vielleicht kann man das ja als Idee an alle, die hier zuhören, weitergeben und Frau Bohr will was dazu sagen. Planen Sie eine? Schade. Leider nicht, also das müssen andere planen, kann ich gerne anregen, wird aber dauern. Aber was ich gefunden habe in der Vorbereitung auf heute, ist den routinierten Reflex, mal gucken, was auf YouTube zu Ernst Klee zu finden ist. Und ich kann es nur empfehlen, also wenn man auf YouTube geht, Ernst Klee Talkshow eingibt, kommt man auf eine ORF-Talksendung aus dem Jahr 1980. Und Ernst at its best. Also es ist so wunderbar, ihn zu erleben und so, also auch traurig natürlich, weil er nicht mehr da ist. Aber das ist wirklich ein Zeitdokument, ne? Also steht da wie eine Eins sozusagen in dieser Sitzrunde und lässt sich nicht beeindrucken von irgendwas. Klasse. Die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Ich möchte mir trotzdem nicht die Schlussrunde nehmen lassen und hatte mir überlegt, dass ich gerne noch von jedem von Ihnen vier hören würde, welches Erlebnis mit Klee, welches Ereignis Ihre eigene Sicht, vielleicht sogar ganz pathetisch gesagt Ihre Weltsicht oder auch Ihren beruflichen Zuschnitt oder irgendwelche Aspekte in Ihrem Leben geändert hat. Ich weiß, diese Frage lädt eigentlich dazu ein, nochmal richtig auszuholen und ein ganz besonderes Erlebnis hervorzuholen. Darf ich Sie trotzdem bitten, das
kurz zu machen, aber ich finde es wirklich eine als Schlusslicht ohne eine spannende Sache. Wir fangen diesmal umgekehrt an bei Frau Stolz-Breidenbach. Ja, also ich glaube, er hat meine allgemeine Sicht auf den Umgang mit dem Förderschüler oder mit dem Thema Förderschule, hat er mir einen wichtigen Impuls gegeben, nämlich das Öffnen und Experimentieren, dass der Übergang war von Trennung und Integration. Danke. Herr Göbel-Braun. Na, ich habe die Rolle des Freundes zu spielen. Das ist, für mich war es enorm wichtig zu wissen, da ist jemand, den ich über Jahrzehnte kenne, der da ist, wenn ich ihn brauche, wo wir nicht aufeinander kleben müssen, der eine große Tiefe spontan hat, auch wenn was zu besprechen ist, aber der auch sehr verschmitzt sein konnte und der durch seine Art des Umganges auch viel Mut gemacht hat. Frau Bohrhau? Die Lebensläufe zum Teil nicht zu glauben. Also wenn jemand seine Karriere, der vielleicht 1920 geboren wurde, erst 1950 begann, hat automatisch zu fragen, was war denn davor? Das habe ich von Ernst gelernt. Mhm. Und Herr Renz? Mich hat seine Beharrlichkeit beeindruckt, dass er das Thema Nationalsozialismus derart intensiv bearbeitet hat und nie nachgelassen hat und sicherlich noch die Kraft gehabt hätte, noch mehr Bücher zu verfassen. Davon bin ich überzeugt. Dankeschön. Damit sind wir am Ende der Veranstaltung, also der offiziellen. Vielleicht haben Sie es schon gesehen, gehört, gerochen. Wir haben einen kleinen Imbiss vorbereitet, hier direkt vor der Tür. Sie können sich an den Stehtischen verteilen oder auf Ihren Plätzen zusammen sitzen und ein Brötchen genießen. Es gibt Brötchen und ein vegetarisches Süppchen. Das ist dazu gedacht, dass man nicht gleich jetzt hier auseinanderströmt und alles so ein bisschen unpersönlich zu Ende ist, sondern dass man vielleicht noch zusammenkommt und Sie sich über Ihre Erfahrungen mit Leo und Ihre Erinnerungen an ihn noch ein bisschen austauschen können. Ich danke ganz herzlich allen, die an dem Gelingen heute Abend beigetragen hatten. Es gab technisch wirklich sehr viel zu tun. Mich hat das auch ein bisschen überrascht, wie umfangreich dann so ein YouTube-Stream ist mit den WebEx-Einspielungen. Das hat die Firma ganz toll gemacht. Es waren ganz viele liebe Kolleginnen und Kollegen in der Gedenkstätte eingebunden. Ich bin ganz dankbar dafür, dass das alles eben dann hier so Hand in Hand ging. Danke Ihnen für Ihr Kommen und nochmal ein ganz großer Dank an das Podium, Herr Renz, Frau Bohrhau, Herr Göbel-Braun und Frau Stotz-Breidenbach. Einen schönen Abend uns allen jetzt erstmal. Bleiben Sie gesund und bleiben wir alle in Kontakt und fröhlich.